Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Book of Unwritten Tales oder wie die gute Shirahime gerade schreibt hier, Pimp the Golem. Finde ich absolut cool. Und ich überlege, was nehmen wir? Nehmen wir hier so Darth Maul oder hier ganz böse? Ich glaube, es soll ja eigentlich ein netter Golem sein. Deswegen nehmen wir hier so eine Vorhaut. Asiatisch hoch. Der sieht zu brutal aus. Der hat irgendwie Narben. Ich glaube, der ist am. Hat das irgendeine Bedeutung jetzt? Ist das wieder ein Code oder ist es einfach nur. Der sieht so ein bisschen nach Herman Munster ja, aus. Genau so gefällt er mir. Also los. Die Augen? Ja. Die Nase? Die ist knifflig. Und natürlich die Mundöffnung nicht vergessen. Das ist es. Perfekt. Sollte es dem Direktor und der Ratsvorsitzenden gelingen, mich aus der Schule zu werfen, werde ich Töpfer oder Golemkopfgestalter. Ich hab gedacht, er haut jetzt einfach nur sein eigenes Gesicht in den Lehm rein, um ja, da hier das Ganze zum Gestalten, aber ist auch nicht schlecht. Okay, jetzt brauchen wir noch die Arme und wir brauchen noch irgendwoher Füße. Und wir müssen ihn ablenken und ich glaube, ich habe schon eine Idee. Wir nehmen die... Was sind das, Flammen? Verschiedene Plakate der Protestler. Auf einigen prangern sie die Politik der Ratsvorsitzenden an. Sagen, sie vertrete nur die Interessen der Reichen und Mächtigen. Ich schätze, wenn man gegen alles und jeden protestiert, landet man ab und zu auch mal einen Treffer. Nein! Wir brauchen wieder Kleister. Und ich glaube, wir müssen hoch in die Schule. Es war doch diese Ogerotz. Dass wir hier entsprechend irgendwas... Jorges Lieferung? Was ist hier? Betrachte hüpfende Kiste. Ob sich diese Kiste bewegen soll? Ich habe von Truhen gehört, die sich auf hunderten Beinchen fortbewegen. Aber das sieht wie eine ganz normale Transportkiste aus. Kann ich die öffnen? Hey, was machst du da? Diese Kiste bewegt sich. Das ist schon in Ordnung. Das ist... Halt ihn auf! Stopp! Hier geblieben! So eine Unverschämtheit! Na warte, auf euer Gold könnt ihr lange warten. Was war das? Verrückt. Okay, krass. Hallo, Jorge. Wilbur. Du kennst dich doch gut mit Zahlen und mit Maßeinheiten aus. Das will ich meinen. Kannst du mir sagen, wie viel Drölf ist? Drölf ist eine verloren gegangene Zahl zwischen 12 und 13. Früher wurde genauer gezählt, deswegen gab es einige Extrazahlen, zum Beispiel 12 und eben Drölf. Aber... Ich muss exakt 12 Tropfen Drachenschweiß in eine Mixtur geben. Ach, exakt 12. Das ist natürlich etwas anderes. Das schreiben Magier immer, wenn sie selbst nicht so genau wissen, wie viel sie von etwas brauchen. Sie wollen es nicht zugeben und es klingt klüger, wenn sie exakt 12 sagen, statt kommt nicht so drauf an. Als Magier solltest du das aber eigentlich wissen. Jetzt weiß ich es. Okay. Dieses Ding da aus der Kiste. Was ist das? Ein verfluchter Betrug ist es. Wir kriegen nicht ein Kupferstück von mir. Mir so ein wild gewordenes Biest zu liefern. Ja, aber was genau ist es? Ein Pisspot. Klang wie eine gute Idee. Wir statten Pisspötte mit Beinen aus. Dann müssen sie nie wieder selber laufen, um sie zu entleeren. Aber zum Teufel, warum geben sie dem Pott Beine, mit denen er flitzen kann wie ein brennendes Wildschwein?
Genau, da brennt der Topf einfach mal so durch. Also, wir haben die Zahl, was es bedeutet jetzt. Verkaufst du Krokodilstränen? Kann welche bestellen? Sind in 3 Tagen da. Ja. Das ist zu spät. Oh, der feine Herr will wohl kostenlose Übernachtlieferung, was? Kann man bei dir Drachenschweiß kaufen? Drachenschweiß? Das ist sehr teuer. Das habe ich befürchtet. Aber ich brauche ihn dringend. Ich meine, ich gebe dir die Hälfte meines Königreichs und meine schönste Tochter teuer. Das kannst selbst du dir nicht leisten. Schade. Okay, ich muss weiter, Jorge. Bis woher dann. Kriegen wir den ganzen Schrott dann? Wir haben immer noch nicht die Zahlen. Und ich hoffe, dass an dem Büschmob... Der Eimer ist mit einer Art Schleim gefüllt. Halb Wasser, halb Trollspucke, möchte ich wetten. Kein Wunder, dass der Boden nicht sauber ist, dafür aber höllisch klebt. Ja, perfekt. Dann können wir ja damit das Plakat anbringen. Und ich würde sagen, wir schauen auch noch ganz kurz rüber, was wir in der Alchemie-Ecke noch alles drin haben. Ob da noch irgendwas ist? Wenn ich magische Tinte zusammenmixen muss, ist das hier sicherlich der beste Ort dafür. Ohohoho. Krokodilstränen. Allerdings hat sich die ganze Flüssigkeit verflüchtigt. Übrig ist nur ein weißes Pulver, wie Salz. Okay, also dafür brauchen wir noch etwas Wasser, das wir hinzugeben. Haben wir sonst noch irgendwas hier liegen? Ah, hervorragend. In diesem Topf kann ich die Tinte mixen. Okay. Eine Waage zum Abwiegen von Zutaten. Die könnte sich noch als nützlich erweisen. Leider fehlen die meisten Gegengewichte. So wie es aussieht, ist nur das 3-Seefels-Kleinunzen-Gewicht vorhanden. Ein Gegengewicht. 3 Seefels-Kleinunzen. Oh, das wird wieder irgend so ein Rätsel werden. Ich hab's schon genau im Gefühl, dass wir hier wieder irgendwas rauskriegen müssen. Okay, also hier haben wir nichts. Ich spüre den Tag in den Knochen. Wenn ich jetzt in mein warmes Zimmer gehe und mein weiches Bett sehe, könnte es zu einer Katastrophe kommen. Würde dem Erzmagier etwas passieren, nur weil mir die Augen zugefallen sind? Nein. Unmöglich. Ich guck noch mal auf Iris. Den Ruß, den bekommen wir doch sicherlich aus dem Ofen, oder? Ruß für die Tinte sollte sich hier doch mehr als genug finden lassen. Ja, hier ist haufenweise Ruß. Jetzt muss ich nur noch die richtige Menge ermitteln. Na. Moment, habe ich nicht noch diese Münze hier? Ich dachte, ich habe vorher doch eine Münze bekommen. Eine Praline ohne Alkohol. Ach nee, ich wollte ja da gar nicht rein. Ich wollte zur Alchemie-Ecke. Und wollte mal gucken. Betrachtet. Laut Werbung wiegt die Praline genau 2 Seefels-Kleinunzen. Und ich brauche eine kleine Seefels ein. Ah ja, dann legen wir hier den Dreier drauf. Und jetzt genau... Also schön, das Gewicht wiegt genau 3 Seefels-Kleinunzen. Die Praline wiegt 2 Seefels-Kleinunzen. Das heißt, wenn auf beiden Seiten das exakt gleiche Gewicht herrscht, habe ich genau 1 Seefels-Kleinunze in die Schale gegeben. Das hast du sehr, sehr schön. Das wäre genau jetzt der Fall. Das hast du sehr, sehr schön erklärt. So, den nehmen wir. Genau 1 Seefels-Kleinunze Ruß. Rein damit. Okay. Wir brauchen immer noch das Wasser. Irgendwie, damit wir. Und woher kriegen wir Drachenschweiß? Okay, gehen wir mal wieder los.
Hier wird auch nichts irgendwie rumliegen. Durchsuche das Regal. Was könnte da drin sein? Sobald ich Zeit habe, könnte ich schauen, ob einige dieser Bücher eigentlich in die Bibliothek gehören. Auf den ersten Blick würde ich allerdings sagen, dass es sich eher um Notizen früherer Lehrer und Lernmaterial handelt. Und was ist das hier? Oh, ein Klassenfoto. Eine Zeit lang war das Fotografieren sehr in Mode. Ein Hexenmeister stellte diese kleinen Geräte vor, mit denen man sehr schnell detaillierte Abbildungen der Wirklichkeit machen konnte. Es stellte sich dann allerdings heraus, dass im Inneren der Fotoapparate kleine Dämonen für das Malen der Bilder verantwortlich waren. Sie stahlen den Fotografierten mit jedem Foto ein Stück ihrer Seele. Und die Sache kam schnell aus der Mode. Ein erster Hinweis auf die Dämonen in Fotoapparaten war, dass die Abgebildeten auf den Fotos seltsame Fratzen zogen, die sie in Wahrheit nie machen würden. Auch auf diesem Bild sehen einige der Schüler mehr als seltsam aus. Die Abschlussklasse von 1462 steht in verschnörkelter Schrift über dem Bild. Okay, und was kann ich mit... Ein erster Hinweis auf, auch auf die Abschluss... Okay. Brauche ich das vielleicht für den Direktor Bloch, damit ich ihn noch zu einer Zahl bewege? Ich habe keine Ahnung. 1462, soweit kommen wir, glaube ich, auch nicht in die Vergangenheit rein. Gibt es hier noch irgendwas Interessantes? Da liegt ein Zettel in der Kiste. Lieferschein, bessere Welteisenwerke. Einmal Pisspot, Modell sorglos. 4 Goldstücke. Bessere Welteisenwerke. Nie davon gehört. Nach dem Krieg wurden viele neue Firmen gegründet. Klar, die meisten Traditionsbetriebe gibt es nicht mehr. Okay, also, wir haben den Pisspot-Lieferschein. Und hier scheint es auch nichts weiter zu geben. Ich freue mich schon, wenn wir die Lottokugel hier irgendwie... Aber jetzt holen wir uns erstmal die Arme hier. Indem wir benutze Wischmob mit Kleister Relevanz. Ja, die Trollspucke klebt zwar nicht so gut wie Trollrotz, aber vielleicht taugt sie trotzdem als Kleisterersatz. Okay, jetzt die Plakate drauf. So. Und jetzt lenken wir die Stadtwache ab. Herr Schildträger? Herr Professor? Da drüben hängt ein Protestplakat. Da drüben hängt ein Protestplakat am Aushang. Und? Es richtet sich gegen die Ratsvorsitzende Van Buren. Und jetzt springt verfluchte Sauerei! Das ist Vandalismus der schlimmsten Art! Okay, jetzt schnell, Meisel. Schlag die Arme ab. Tut mir leid, alter Freund. Er sieht immer noch kampflustig aus. Das ist nur eine Fleischwunde. Ah, und hier ist... Leere Kisten und Verpackungsmaterial. Ich kann nicht sehen, was mich... Hey, wen haben wir denn da? Das beeindruckende Laufleistung. Okay, der Pisspot. Bin gespannt, wo wir den irgendwie bekommen. Rede mit dem Pisspot. Hallo da, ganz ruhig. Ich will dir nichts tun. Nicht springen. Ich bleibe hier stehen. In Ordnung? Warum läufst du vor mir weg? Ich will nur mit dir reden. Mie, 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 mie,
Ich könnte ein paar starke Beine gebrauchen. Also, nicht ich. Ich bin zufrieden mit meinen Stampfern. Aber andere... Nein, nein, ich gehe wieder einen Schritt zurück. Okay, Ich wette, er wäre stark genug, um den Golem zu tragen. Aber der kleine Kerl scheint mehr als verwirrt zu sein. Ich fürchte, er springt in die Tiefe, wenn ich mich ihm zu sehr nähere. Wenn ich nur wüsste, was sein Problem ist, dann könnte ich vielleicht mit ihm reden. Okay, lesen wir uns das nochmal durch. Ein Lieferschein der Firma Bessere Welt Eisenwerke. Dieser magische Pisspot ist von denen. Okay, wir müssen erst mit jemand wahrscheinlich reden. Und hier haben wir den Wassereimer. Habe ich noch irgendwo den Feuerzauber? Ah ja, entzünde das. Ein kleiner Feuerzauber kann nicht schaden. Ignifaxius Ignisfero. Ja, perfekt, dann nehmen wir den Wasser. Das Wasser im Eimer ist zu Eis gefroren. Das Wasser im Eimer ist zu Eis gefroren. Ja, und wie kann ich dich jetzt hier... Das Feuer ist warm und hell. Eine willkommene Abwechslung in einer kalten Winternacht. Okay, da können wir irgendwie hier nichts machen. Okay, wir schauen nochmal, dass wir mit dem Direktor Bloch hier... Herr Direktor Bloch? Ja. Ah. Diese Fotografie einer Schulklasse war im falschen Schrank. Ich würde sie gerne richtig einsortieren, weiß aber nicht wo. Zeigen Sie mal. Der Jahrgang steht doch groß und deutlich da. 1462. 62? Ja, 62. Ah, danke für Ihre Hilfe. Okay, wir haben die Zahl bekommen. Ich muss weiter. Auf Wiedersehen. Und was kann ich jetzt mit, wir hatten doch noch, also Klassenfoto ist klar, Postkarte haben wir auch. Was war das eine nochmal, was ich gucken wollte? Ach so, hier, ja, das von Eisenwerken. Kann ich das mit Sloth irgendwie... Okay, reden wir mit denen nochmal. Hallo, Zloff. Ah, Wilbur, sei gegrüßt. Oh, ist alles okay? Du wirkst etwas angeschlagen. Ich habe plötzlich Kopfschmerzen, so als hätte ich einen über den Durst getrunken. Tja, keine Ahnung, woran das liegen könnte. Ich wissen. Zloff, Kopf auf Theke geschlagen, dann ohnmächtig. Grump, ich weiß. Ich dachte... Ich habe plötzlich diese Blackouts. Es ist ganz seltsam. Müssen mal Urlaub machen. Wiedersehen, Zloff. Auf Wiedersehen. Stimmt. Stimmt. Das ist die Stimme von Monk. Okay. Damit hat er ein paar schöne, starke Arme. Gut, den Kopf können wir auch gleich einsetzen. Den haben wir hier. Nein, erst muss ich den Kopf brennen. Ich will keinen Golem mit weicher Birne. Ah, okay. Dann... schnappen wir den Ton und hauen ihn... Brenne den Tonkopf, perfekt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Tonskulpturen so nicht gebrannt werden. Aber wer sollte sich über solche Kleinigkeiten schon aufregen? Okay, jetzt hier noch den... Mittlerweile hat das Feuer das Wasser im Eimer schmelzen lassen. Ja, dann nimm ihn noch mit. Mittlerweile hat das Feuer das Wasser im Eimer schmelzen lassen. Ach, muss ich da wieder irgendwas anderes machen? Zwei... 12 Tropfen... in der Klasse. Ein kleines Glas? Ich habe es genau bis zur 2-Zentiliter-Markierung gefüllt.
Okay, dann hauen wir den jetzt gleich hier auch noch drauf. So, und dann können wir jetzt ins leere Zimmer wieder gehen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Wir brauchen die Postkarte. Und ich will in die Schule, genau. Rede mit der magischen Tür. Hallo? Wie lautet der Zugangscode? Würdest du mich und Direktor Bloch bitte einlassen? Ich habe nur Fußschritte von einer Person gehört. 460, 9, 41. Oh, verzeihen Sie, Herr Direktor Bloch. Na also. Okay, wir haben es geschafft. Wir können wieder ins leere Zimmer rein. So, und jetzt können wir hier oben mal schauen, was wir hier genau an diesem Schreibtisch haben. Ich schätze, alle leicht erreichbaren Akten hat Timmy sich schon angesehen. In einer von denen hat er den Code für die Tür entdeckt. Nimm Schreibfeder? Der Direktor hat wohl nichts dagegen, wenn ich mir seine Schreibfeder borge. Naja, vermutlich hat er schon etwas dagegen. Aber er muss es ja nicht erfahren. Was haben wir noch? Durchsuche die Schublade. Also schön. An dieser Schublade hat Direktor Bloch herumhantiert, als ich ihn überrascht habe. Ein kleines Fläschchen. Und hier? Ein Brief. Sehr geehrte Ratsvorsitzende van Buren, seien Sie sich meiner vollsten Unterstützung beim Wahlkampf gewiss. Dennoch muss ich Sie als Schuldirektor auf § 47 Absatz 6 der Schulordnung hinweisen. Werbung jedweder Form ist in der Schule verboten und ich muss darauf bestehen, dass das gesamte Schulgelände vom Wahlkampf ausgespart bleibt. Nun folgend die abschließende Inventurliste für das Erdgeschoss der Schule. Es folgt eine Liste aller möglichen Gegenstände, mit der Direktor Bloch wohl noch nicht ganz fertig ist. Hui! Ich bin beeindruckt. Der Direktor verbietet sich Werbung in der Schule, selbst wenn sie für den Wahlkampf der Ratsvorsitzenden ist. Ordnung und Gesetz stehen für ihn über persönlichen Vorteilen. Und dennoch versucht er, mich aus der Schule zu ekeln. Seltsam. Lass mich raten, das wird genau das Fläschchen sein, das wir hier jetzt brauchen. Na komm, gehst du wohl hin zu dem Fläschchen? Ah, Wegfindung der Extraklasse hier. Komm, nochmal hin. Ah, das klappte ganz toll. Okay, nochmal. Betrachte das Fläschchen. So, jetzt geh hin. Sonst war in der Schublade nur noch das hier. Eine kraklige, altmodische Schrift. Schwer zu entziffern. Drachen... Schweiß! Drachenschweiß! Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Direktor genau die Zutat für die magische Tinte in seiner Schublade hat, die ich sonst nirgendwo in der Stadt finden könnte? Ziemlich Glück muss man haben. Es ist alles schon ein bisschen verwirrend. Also, der Direktor, der ja eigentlich böse ist, und der... Da unten ist noch ein Rattenloch, das wir uns anschauen können. Das muss das Rattenloch sein, durch das Timmy hereingekommen ist. Mir war es heute Nachmittag gar nicht aufgefallen. Ich glaube, genau deswegen sind die Ratten so ein guter Geheimdienst. Niemand achtet auf sie. Okay. Ja, der Direktor. Es muss wahrscheinlich auch irgendwas mit diesem Doppelgänger wieder zu tun haben. Und ich habe ein ganz ungutes Gefühl bei diesem Golem. Also ich glaube, das wird nachher auch der sein... der irgendwie den Erzmagier umbringt oder naja, der da irgendwas macht. Okay, dann probieren wir hier das Ganze mal weiter zu mischen. Habe ich jetzt eigentlich, genau, ich habe die 2 Zentiliter Wasser. In Ordnung. 2 Zentiliter Wasser ins Salz und schon habe ich die richtige Menge Krokodilstränen.
Die Konzentration stimmt vielleicht nicht, aber ich habe noch nie gehört, dass das in der Alchemie eine Rolle gespielt hätte. Auf die Menge kommt es an. Immer auf die Menge. 2 Zentiliter Krokodilstränen. Das sieht gut aus. Okay, und jetzt noch, hier brauchen wir, wo haben wir die, genau, die Krokodilstränen? Gut, ich gebe exakt 12 Tropfen vom Drachenschweiß in den Topf. So, fertig. Gut, und damit ist unsere Tinte schon fertig. Angeknabberter Schreibblock. In Ordnung. Alle Zutaten sind drin. Jetzt noch ein wenig umgerührt und... Tada! Magische Tinte! Meistermixer, neuer Erfolg in Steam. Freut mich.